Wir feiern den Deutsch-Französischen Tag mit einem Workshop zum Thema Migration und Sprachvielfalt. Die 23 Teilnehmer kommen aus ganz verschiedenen Ländern. Die Teilnehmer aus Somalia und dem Kongo sprechen bis zu 5 verschiedene Sprachen, was längst nicht heißt, dass wir uns nicht verstehen. Ziel des Workshops soll es sein, Kontakte zu knüpfen, uns über verschiedene Kulturen auszutauschen, das Interesse zu wecken und womöglich sogar Freundschaften zu schließen. Interkulturelle Kontakte sind immer noch die Basis dafür, sich gegenseitig zu verstehen und zu unterstützen. Auf fremde Menschen zuzugehen ist nicht immer leicht, doch sobald man sich etwas überwunden hat, merkt man, wie einfach es doch ist, Gespräche anzufangen. Dies ist auch eine gute Chance für einige, ihr Deutsch zu verbessern. Im nächsten Spiel bringen sich die Teilnehmer Wörter aus ihrer Muttersprache bei und verknüpfen sie mit Bewegungen, was zu einigen lustigen Situationen führt. Als nächstes werden Gemeinsamkeiten gesucht und gefunden. Wir merken schnell, dass uns einiges verbindet, ob es nun Hobbys oder Eigenschaften sind oder Werte, die wir alle vertreten. Schließlich gibt es erstmal Essen. Jeder Teilnehmer hat eine Aufgabe und gemeinsam kochen wir nach französischer Art, sodass für jeden etwas dabei ist, was er mag. Nachdem alle zufrieden und satt sind, geht es weiter mit der Aufgabe, was man mit den Worten Hoffnung und Hilfsbereitschaft verbindet. Man hofft, dass die Welt in unserer Zukunft auch noch so ist, dass wir darin leben wollen und dass es für uns alles im Leben gut läuft, würde ich sagen. Auf Leute zugehen, dass man eben nicht nur, dass man, wenn Leute nicht unbedingt um Hilfe bitten, dass man auf sie zugeht und fragt, kann oder darf ich helfen. Ja, dass man auch seine Menschlichkeit einfach nicht verliert. Dass man tolerant bleibt, auch bei der Arbeit immer hilfsbereit ist, den Kollegen, Kolleginnen unter die Arme greift. Wir finden heraus, dass unsere Werte und Ziele eigentlich ziemlich gleich sind. Toleranz, Menschlichkeit, Sicherheit, Mitgefühl, gegenseitige Anerkennung und Respekt sind etwas, auf das wir uns alle einigen können. Und nach einer Abschlussrunde französische Lieder raten, gehe ich mit dem Gefühl nach Hause, dass wir alle heute für ein bisschen mehr Zusammenhalt und Mitgefühl gesorgt haben und wissen, dass niemand alleine ist.